Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 23. März. Heute dabei Apple Music, Instagram, Snapchat, Dropbox und Shell Smart Pay. Beginnen tun wir mit Apple Music. Da hatten wir schon vor ein paar Wochen oder Monaten das Gerücht, dass Apple Music-Chef Jimmy Iovine die Firma verlassen will. Der hat das damals vehement bestritten und ist zurückgerudert, beziehungsweise er ist ja gar nicht vorgerudert. Tja, und damit war das Thema eigentlich durch, dachten wir. Aber nun gibt es laut dem Wall Street Journal neue Informationen und demnach soll Jimmy Iovine wohl sich zurückziehen auf Raten. Sprich, er zieht sich zum Ende des Sommers in eine Beraterrolle zurück und irgendwann auch ganz aus der Firma raus. Also wir halten da ein Auge drauf und wenn es da was Neues zu berichten gibt, dann gibt es das auch hier im Daily. Wo es was Neues gibt, schon wieder, ist bei Instagram. Die haben ja die chronologische Timeline schon seit längerem nicht mehr. Also der Algorithmus schmeißt ja die Bilder so zusammen, wie er denkt, dass sie für euch gut sind. Und jetzt soll es eine neue Funktion geben, dass ihr den Feed selber bestimmt neu laden könnt. Bislang ist das automatisch teilweise passiert. Und jetzt gibt es entsprechenden Button. Wenn ihr darauf tippt, dann geht Instagram wieder nach oben, lädt den Feed neu mit neuen Beiträgen und ihr könnt erneut neu beginnen. Und wenn ihr eben nicht drauf tippt, dann bleibt es da, wo es ist. Ja, ob das nun so viel bringt und ob nicht eine Auswahlmöglichkeit chronologisch, nicht chronologisch schöner und beliebter gewesen wäre, das lasse ich mal dahingestellt. Auch ein neues Feature hat Snapchat, und zwar die SnapMap. Das ist ja die Karte, das ist ein Opt-in-Feature von Snapchat, auf der man sich seine Freunde angucken kann, wo die so sind. Und man kann sehen, wo auf der Welt gerade viel gesnappt wird und dann einfach mal rausschauen, was dort so passiert und einen Eindruck zu bekommen, wie so ein Vorort in Atlanta beispielsweise aussieht. Ja, und jetzt wird es neue Funktion Map Explorer geben. Und dort sieht man, wo seine Freunde unterwegs sind und kann dann mit einem, ja, mit dem Daumen durchflippen, wie in so einem kleinen halt Scrapbook. Und ja, ist ganz nett gestaltet. Und ja, die Beiträge der Freunde sind nicht, dass die da was reingetippt haben. Das kommt davon, wo Snapchat die Freunde dann lokalisiert. Und daraus wird ein Beitrag erstellt. Wenn die natürlich gerade eine Story am Laufen haben, könnt ihr die da auch direkt anschauen. Und dieses Feature wird wohl weltweit in den nächsten paar Wochen ausgerollt werden. Und dann haben auch wir das in Deutschland. Dropbox, der File, ja, nicht Sharing-Dienst, der File-Austausch-Dienst in der Cloud, der ist ja sehr beliebt. Und die haben ja schon länger davon geredet, an die Börse zu gehen. Und nun war es in Anführungsstrichen soweit, beziehungsweise ist es soweit. Die haben nämlich ein IPO gemacht. Und die Aktien sind dort mit $21 bewertet worden, pro Stück logischerweise. Damit hat Dropbox im Vorfeld 750 Millionen US-Dollar in dem IPO eingesammelt, liegt dabei mit einer Bewertung von 8,3 Milliarden unter der letzten privaten Bewertung, die war nämlich bei 10 Milliarden. Und die Aktien gehen dann morgen bzw. heute an die Nasdaq, die amerikanische Tech-Börse, und können dort dann öffentlich gehandelt werden. Und dann sehen wir mal, ob es bei $21 bleibt, ob es hoch oder runter geht. Das Interessante ist, Dropbox wollte eigentlich die Aktien für $16 bis $18 in dem IPO an den Mann bringen, aber es gab wohl Druck von den Investoren und so haben sie es zweimal erhöht und sind am Ende jetzt bei diesen $21 gelandet. Also, bleibt auf jeden Fall spannend. Spotify steht ja auch noch Anfang April an. Die gehen auch noch an die Börse. Und dann schauen wir mal, wie die sich so entwickeln. Letztes Thema für heute. Ich persönlich finde das super, das Thema SmartPay. Und jetzt geht es um Shell SmartPay. Also Shell, die Tankstellenkette. Die haben nämlich SmartPay, also Shell SmartPay in ihrer App getestet. In Berlin und Hamburg. Und das war wohl erfolgreich. Und jetzt wird das komplett national an 1500 Shell-Stationen, beziehungsweise es sind auch noch ein paar mehr, eingeführt. So, was bedeutet jetzt eingeführt? Ihr braucht einfach die Shell-App, müsst dort euer PayPal-Konto verknüpfen und wenn ihr dann zur Tankstelle fahrt, dann kann die App per GPS erkennen, an welcher Tankstelle ihr seid.
Ihr wählt aus, an welcher Säule ihr steht, wie viel Geld ihr ausgeben wollt für euren Tank. Und ja, dann könnt ihr einfach tanken, nachdem ihr das dann bestätigt habt. Und bei Shell kann ja auch noch mit dem Tankwart getankt werden. Sprich, ihr müsst eventuell gar nicht das Auto verlassen. Ja, ich gucke mir das auf jeden Fall an. Bin ja auch Shell-Kunde. Das ist ein spannendes Thema. Smart Pay sowieso immer. Tja, und das war's auch schon für heute. Beziehungsweise für diese gesamte Woche. Ich hoffe, ihr habt noch einen tollen Freitag. Startet schön ins Wochenende und am Montag wird euch dann wieder der Martin mit News versorgen. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.